Okay, vielleicht kommen wir noch mal wieder. Gucken wir noch mal auf die Karte hier. So, wo müssen wir denn jetzt hin, ist hier die Frage. Hier runter einfach, oder was? Natürlich sehr verdächtig, dass dieser Planet sehr wertvoll ist, kann ich mir gut vorstellen. Wenn hier einfach Forschungen durchgeführt Der werden Reiz des können. Winters lässt schnell nach. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Außerordentlich freundlich, haben wir bereits kennengelernt. Geschäftsfrau, oh, so siehst du aus. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Hör, ich bin Spectermann. Wenn ich will, kann ich dir so den Arsch aufreißen mit meiner Präzisions-Überschallwaffe. Das geht dann nur bäm-bäm-bäm und dann bist du weg. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. In der Tat, Sie haben schon gehört. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Kann ich mir Diese vorstellen. Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Ich soll also schmuggeln. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Okay, ein Litotes. So, nein, das klingt nicht gut. Ich tue es. Ja, schmuggeln, wir sind doch keine Schmuggler, Mann. Was ist hier los? Ich soll das Gesetz aufrechterhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Nee, nee, nee. Mit Ich gehe dann jetzt. Schmuggel haben wir nichts am Hut hier, Diese Freunde. Person fleht Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nachzudenken. Das können wir doch nicht machen. Wir sind so ein vorbildlicher Bürger hier. So, was war das denn jetzt schon wieder hier? Codex? Achso, das ist wahrscheinlich sein Volk Als jetzt. die Menschen, Hanna. auch die Hanna, sind ein Zitadellvolk und zudem für ihre ausgeprägte Höflichkeit bekannt. Sie pflegen eine penibel präzise Sprachführung und empfinden unangemessene Sprache als Beleidigung. Bevor Hanna mit Vertretern anderer Völker Kontakt aufnehmen, unterziehen sie sich einer speziellen Schulung, damit sie es verlernen, für sie unangemessene Sprache als Beleidigung zu empfinden. Mit ihrem Kontaktnamen stellen sie sich Unbekannten vor. Der Gebrauch des Seelennamens ist engen Freunden und Verwandten vorbehalten. Hanna sprechen von sich selbst niemals in der ersten Person, wenn sie sich mit jemandem unterhalten, der sie nur mit dem Kontaktnamen kennt. Dies wird von ihnen als geltungsbedürftig erachtet. Stattdessen sprechen sie von sich selbst als diese Person oder einfach dieser. Ihre Heimatwelt, Kajay, ist zu 90% von Ozeanen bedeckt und umrundet einen energiespendenden weißen Zwergstern. Dadurch ist der Planet immerzu von einer Wolkendecke bedeckt. Aufgrund der proteanischen Ruinen auf Kajay verehren viele Hanar die Proteaner. Die Hanar glauben, dass dieses Urvolk ihnen die Sprache geschenkt und damit den Grundstein für ihre Zivilisation gelegt habe. Okay. Die Proteaner, ja. Wer weiß, hier wieder. Die Lost Ensigns. Irgendwie eine witziges Volk. Diese Person. Von sich selbst in der dritten Person zu sprechen, gilt ja bei uns als dissoziative Störung. Aber gut. Das ist ja nun mal ein anderes Volk. Was haben wir denn hier? Safe, Sicherheit. Safe, wie dumm. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Da kam halt die Schnauze! Wenn ich mit dir reden will, dann redest du mit mir, klar. Hast du mich verstanden, Mann? Ich glaube, er hat uns nicht verstanden. Okay, Freunde, es geht weiter hier. Was haben wir denn hier? Salarianischer Geschäftsmann, Alter. Ich dachte gerade, das wäre eine Frau so von hinten. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt, Spectre.
Ja. Ich bin auch ein ganz böser. Ein ganz böser, vorbildlicher John Shepard. Ziemlich witzig aus. Die Hobbitonte da gerade. So, Freunde, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Sei ihr ein kunterbuntes Treiben, wie ich gerade vernehme. Schauen wir mal, wie hier irgendwie jetzt an die Koordinaten kommen. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier das Spiel ein bisschen vorbildlich, denn meines Erachtens werden wir ein guter Spectre sein. Wir werden keinen Schmuggel betreiben und unsere Abtrünnigkeit fördern. Nein, nein, das ist nichts für uns, Freunde. Wir müssen die Galaxie recht und Ordnung wiederbringen. Wir müssen den Quarianern helfen und der Menschheit zum Sieg und zu Ruhm und Macht verhelfen. Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Okay. Wie geht's denn so? Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Sind wir uns schon mal begegnet? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Okay, warum geht das nicht? Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Was ist hier los? Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Ach ja, schon wieder illegale Aktivitäten hier. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Das ist keine Entschuldigung, meine Fräulein. Das geht so nicht. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre, ich verschwinde dann mal. Alter. Vorbildlich plus 8, genau so wollen wir das sehen hier. Jetzt geht's aber los hier, ey. Ich bin hier der Bossmann, ja? Der Spectre-Boss. Wir machen nichts Illegales. Wir sind selbst illegal. Cooler Beat hier übrigens in der Bar. Lorik, Guten Mann. Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Warum auch nicht? Ein Drink in Ehren kann niemand verwehren. Wer sind Sie, Freund? Und wer sind Sie? Lorik Keen. Ich bin der momentane Leiter des Büros von Synerq. Okay, leiten Sie heute die Bar? Gönnen Sie sich zum Mittag 3 Martini? Sie meinen, weil ich mich hier aufhalte? Wenn es doch nur aus Faulheit wäre. Mr. Anoles hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ein interessanter Zufall. Nicht wahr? Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anoles Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass Ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoles hätte was dagegen, Sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Oh, das klingt doch gut. Haben Sie einen Plan?
Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein, wie sagen Sie Menschen doch gleich, Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolays Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Sie wurden bestochen. Wenn er sie unter der Hand bezahlt, dann sind es Söldner. Und Söldner kann ich töten. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Schauen wir doch mal, Freund. So. Ja, gucken wir doch mal. Diese Mission können wir jetzt mal hier... Können wir mal hier tätigen. Die Matriarchin. Venezia, eine enge Beraterin von Saren, befindet sich auf Noveria. Von ihr können Sie vielleicht mehr über Sarens Pläne erfahren. Ja, das ist natürlich klar. Nach Gipfel 15 müssen wir. Eine Verbündete abgelegenen Komplex. Ja, dort werden wir hin. Aber erstmal müssen wir jetzt das hier machen. Administrator Anolis. Gianna hat Ihnen gesagt, dass Sie mit Administrator Anolis sprechen müssen, wenn Sie den Hanshan-Raumhafen verlassen wollen. Sein Büro ist auf der nächsten Ebene. Okay, also wir müssen mit dem eigentlich sprechen sogar. So, was haben wir jetzt hier? Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der unteren Ebene der Plaza, um zu Sync-IQ zu kommen. Suchen Sie dort nach Lorix Computer, um die Dateien herunterzuladen. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wo wir da jetzt hin müssen. Vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ich weiß es nicht genau. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso Geschäftsmann. Raphael. Natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Ah, hier sind wir doch reingekommen, glaube ich, ne? Ja, genau. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Okay, wir gucken einfach mal. Vielleicht finden wir das ja. Am Äquator? Fallschirm. Vielleicht finden wir das noch gleich. Tauchen. Ein zugelassenes Asayura-Feld. So. Der quatscht aber ganz schön laut, der Gute da. Türsteher, wa? Bei dem werden wir gleich mal ein bisschen aufmöbeln. Nicht auflegen. Großer Bruder? Ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Ich bin Sondermitglied. Ich darf da rein. Ich kann sie nicht reinlassen. Die hier ansässigen Firmen heuern private Sicherheitskräfte an. So ist es für sie einfacher, das Gesetz zu brechen. Oh, das ist klar. So, schauen wir doch mal. Was ist denn das hier? Ina Morda. Verschwinden Sie. Ah. Nicht gerade sehr offenherzig, der Gute. Terminal. Ah, die Dechiffrierung zu gering. Hier ebenfalls, wie es aussieht. Schade, schade. So, dann gucken wir doch nochmal unten. Hier oben kommen wir jetzt nicht weiter. Wir müssen irgendwie in dieses Plaza einbrechen, aber... Nach allem, was ich gehört habe, sind Schneestürme recht gewöhnlich hier. Ja, wenn das ein Eisplanet ist, dann ist das natürlich kein Wunder. So, wir gucken nochmal unten. Ich glaube, wir müssen da oben in dieses... beim Türsteher vielleicht vorbei, aber... ist nur die Frage, wie kommen wir da rein? Nicht wahr, Raphael? Kann ich Ihnen helfen? Nee, kannst du nicht. Wie es aussieht. So, aber jetzt hier. Hier ist auch nichts mehr. Das ist ein abgelegenes Örtchen, wo kein Mensch hin will. Party ist hier auf jeden Fall genug in der Kantine. Fehlt ja noch die Cantina-Band. So, hier können wir auch nichts mehr machen. Gucken wir nochmal, was genau? Den Fahrstuhl auf der unteren Ebene der Plaza. Auf der unteren Ebene. Okay. Eben eigentlich, wenn Sie den Fahrstuhl auf der unteren Ebene nehmen, dann fährt der Fahrstuhl eigentlich zur oberen Ebene.
Dann sollte ich ja eigentlich dort sein, wo wir hin müssen, aber wir gucken mal. Vielleicht ist das ja anders gemeint. Nicht wahr? So. Ja. Wie gesagt, normalerweise machen wir nichts Illegales hier, aber die Administration gefällt mir nicht. Irgendwas ist dort sehr fragwürdig. Und wir müssen den Ganzen auf die Spur gehen, Garrus. Ja, als Spectre hat man's nicht leicht. Man muss Entscheidungen treffen. Man muss immer das Richtige tun. Und ob es dann wirklich das Gute ist, beziehungsweise das Richtige, kann man nur schwer sagen. Es schneit. Ein Schneesturm. Mann. So, hier haben wir jetzt noch einen Fahrstuhl zu Sync. Okay. Garage. Was haben wir hier? Fahrzeuge. Ja, man weiß nie, ob es das Richtige ist oder das Falsche, aber das wird sich wahrscheinlich noch im Laufe dieses Let's Plays herausstellen, ob wir überhaupt fähig sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal gegen unser Gewissen oder gegen unser Bewusstsein handeln. Freunde irgendwie zurücklassen. Oder wir werden noch den ein oder anderen Verlust erleiden. Man weiß nicht, was noch kommen wird im Laufe unserer Missionen, unserer Aufträge. Wir müssen stehen bleiben. Einfach weitermachen. Dieses Büro ist geschlossen. Hä? Was geht hier vor? Quinn hat mich reingelassen. Lorik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Sie sind illegal hier. Sie beide sollten verschwinden. Dann muss ich sie beseitigen. Ich sag mal, dass er verschwinden sollte. Ich gehe jetzt da rein und möchte sie nicht verletzen. Warum verschwinden sie nicht einfach? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Wollen Sie Ärger machen? Ja, das möchte ich. Okay, Freunde, es wird gefährlich. Pass auf. Okay, der ist schon mal down, der erste. Oh, da oben. Vorsicht, Vorsicht. Okay, hinter uns. Noch mehr, noch mehr. Okay, und noch einer. Die Safe-Sicherheit hier. Krass, alles Söldner. Hey, packen wir mal die fette Bumsknarre aus. Jetzt aber hier. Der ist Geschichte. Versteck dich hier hinter, versteck dich. Hä? Okay, Tali, alles klar. Ich glaube, wir müssen sie rushen. Na, kannst du ja mal versuchen, Alter. Ich mach dich fertig. Kuckuck. Voll daneben, ey. Boah, Alter, die haben wir umgesammelt. Die Alte haben wir weggesammelt. Krass, ey. Okay, Treppen, Sync, IQ, Lyrics, Büro, hier. Immer der Nase nach. Okay, haben wir noch genug? HP haben wir, Granaten haben wir auch genug. Wie es ausschaut. So, wo ist denn jetzt hier? Ja, hier, Wandsafe. So. Können wir nicht drauf zugreifen? Scheiße, Mann. Okay, sie laden die Beweise von Loriks Computer herunter. Ich hab so... Medigel, okay. Ich hab so das Gefühl, dass wir hier gerade das Richtige tun. Dann irgendwie ist das alles sehr fragwürdig. Ja, auch gerade mit der Sicherheit und alles.